Willkommen Freunde zurück bei Witcher 3 und gerade als ich den Part beendet habe, kam noch. Ups, hier wollte ich gar nicht hin. Hier wollte ich hin. Kam noch die Meldung, dass wir einen Fähigkeitspunkt erhalten haben. Und ich würde sagen, den werden wir jetzt auch mal verwenden. Und zwar machen wir einfach hier rein. Okay. Weiter geht's. Und wir machen jetzt wieder ein wenig Nebenmissionen. Auf jeden Fall erstmal eine, mal gucken, wie lange das dauert. Ja, genau der. So weit ist das ja zum Glück nicht hier. Eine falsche Bewegung. Ich hatte bei Jean-Louis Ludovic einen Frisiertermin. Billige Impfungen! Holt euch eine Spur packen, Fäule und Ausschlag! Ja, nee, ist klar. War es wirklich nötig, einen Hexer zu holen? Wozu haben wir eigentlich Ritter? Der Hexer sieht ja gut aus. Verzeihung. Hä? Moment mal. So, hier ist eine Treppe. Das Turnier. Komme ich zu spät, damit zu machen? Wir haben noch einen Platz für jemanden, der bereit ist, die Skellige-Fraktion zu spielen. Hallo. Ich kann dir versichern, Skellige ist genauso stark wie die anderen Fraktionen. Sie wird bestimmt auch bald als Kanonsatz anerkannt. Ich weiß nicht. Ich neige eher zu Nilfgaard. Muss mal darüber nachdenken. Geralt von Riva. Ich habe gesehen, dass ein Windturnier angekündigt wurde. Da bist du hier goldrichtig. Ich bin Graf Martin Monnier. Ich organisiere das Turnier. Und zwar nicht nur zum Zeitvertreib. Es ist eine Mission, um die neue Skellige-Fraktion zu bewerben, die mein lieber Bruder geschaffen hat. Verstehst du? Mhm. Woher kommt die Idee mit der neuen Fraktion? Ist das nicht ziemlich aufwendig? Ich bin in ganz Beauclair als Gwindmäzen und Liebhaber bekannt. Genau wie mein Bruder, der nun schon einige Zeit tot ist. Wir hatten noch eine weitere gemeinsame Leidenschaft, und zwar das Reisen. In unserer Jugend waren wir jahrelang auf See. Unser Territorium erkunden. In allen möglichen Ecken der Welt. Was uns damals wirklich gepackt hat, waren die Skellige-Inseln. Diese stürmische, fiebrige See, die sich selbstmörderisch gegen die Klippen wirft. Dieses Bild und zahlreiche andere, die ihm ähneln, haben meinen Bruder dazu inspiriert, eine neue Fraktion zu entwerfen. Mhm. Die neuen Karten. Erzähl mir mehr darüber. Sie wurden gestaltet, um den Geist der Inseln einzufangen. Diese raue, brutale Schönheit. Uns werden berühmte Skelliger begegnen. Helden der Legenden, Berserker und Bestien. Bran Tyrsech ist natürlich der Anführer der Fraktion. Und die anderen berühmten Skelliger? Chalmar und Ceres Ancret natürlich, wenn auch nicht gemeinsam. Dann Hemdal der Held, der geschätzte Druide Moissac und so weiter. Das Turnier. Wo muss ich mich anmelden? Hier bei mir. Einen Platz kann ich dir noch anbieten. Aber du müsstest die Skellige Fraktion spielen. Was? Weißt du, ich habe schon viele gute Spieler gefragt, ob sie die Fraktion übernehmen. Aber was sie nicht kennen, das wollen sie nicht. Sie wollen gewinnen. Daher bestehen sie darauf, mit ihren erprobten und gelobten Karten zu spielen. Um es kurz zu machen, du brauchst einen Deppen, der das Risiko auf sich nimmt und zeigt, dass mit Skellige nicht weniger zu reißen ist als mit den etablierten Karten. Am besten wäre es, mit den Karten deines Bruders das Turnier zu gewinnen. Wir verstehen uns ausgezeichnet, wie ich sehe. Sieh diese Trophäe, aufrecht und stolz. Wenn du siegst, ist sie dein. Nicht übel. Würde sich gut in meinem Haus machen, auf der Anrichte vielleicht.
Das Problem ist, wir haben nicht so viele gute Karten eigentlich. Also schön. Ich probiere die neue Fraktion aus. Herrlich, das ist Musik in meinen Ohren. Es gibt da leider ein kleines Problem. Ich kann dir nur die Basiskarten bieten. Mein Bruder hat leider viele Schlüsselkarten weggegeben oder verloren. Und wie soll ich mit diesen Karten das Turnier gewinnen? Na, ganz einfach. Fordere die hiesigen Gewinnspieler heraus und gewinne die fehlenden Karten. Das wäre außerdem eine gute Übung für das Turnier. Hier sind die Karten, die ich dir geben kann. Nimm sie bitte. Die übrigen behalte ich, denn ich werde auch die skellige Fraktion spielen. Bei dem Gesicht helfen noch keine Sorgen mehr. Ah, 21 von 24. Die Frauen Beauclair sind die Besten der Welt. Uns fehlen noch ein paar Karten. Spiel mit den Männern gefällt. So. Oh, ein paar gute Karten. Ja, hier, perfekt. Direkt rein. Wen haben wir noch? Langschiff. Hatten wir das hier oben nicht auch schon? Moment. Ne, ist ein Kriegsschiff. Ich glaube, wir müssen erstmal ein paar Karten gewinnen. Okay. Hey. Ah! Pass gut auf dich auf. Dann wollen wir mal ein bisschen Karten spielen. Oha. Ich hoffe, das geht gut, was wir hier fabrizieren oder versuchen. In den Adern zu Sars. Ganz ruhig. Fragen und einen Haufen Geld bei Chianfanelli deponiert. Mona, das gibt's doch nicht. Diese Narben und dann der Blick. Oh. Kalt den Rücken runter, wenn ich den angucke. Bei Majorans rissigen Fersen, ich hab vielleicht so drin. Man kann den Fluss nicht mit einem Schluck umdrehen. Setz dich und trink. Ich weiß ja nicht, wo ich hin soll. Ist das nicht schön? Esst, trinkt und seid lustig. So sprach der Prophet Majoran. Wein ist satt. Dieser Hexer war schon mal hier. Hat ein paar Monster erschlagen und einen Haufen Geld bei Chianfanelli deponiert. Hä? Das gibt's doch nicht. Ja? Aber veredelt. Ach, sie. Stiefel abstreifen vor dem Eintreten. Nicht schmatzen, nicht mit den Fingern essen, nicht mit dem Messer in den Zähnen stochern. Was? Ach, ich scherze nur. Du, Herr, bist offensichtlich nicht im Stall geboren. Willkommen in der Fasanerie, der besten Herberge im ganzen Herzogtum. Ach, hoch. So ein Löffel. Wohin kommt der, wenn man deckt? Oh, aber nein. Das ist ja mal ein rarer Bouillonlöffel. Oder ein Schlüssel. Hier steht was geschrieben. Ja, deswegen bin ich hier. Hast du eine Ahnung, wofür der Schlüssel ist? Ich sehe ihn zum ersten Mal. Aber du kannst mal im Keller nachsehen. Da hat der Vorbesitzer allerlei Krempel gelassen. Okay. Huch. Bis später. Willkommen in der Fasanerie. Ich weiß, du hast zu tun, aber ein Ründchen gewinnt? Aber auch nicht mit den Karten. Vor allem können wir mit den Erinnerungen spielen. Bleib. Ach, das sieht doch ganz gut aus. Mal schauen. Oha. 14. Okay.
Das Spiel können wir auch spielen. Ach Gott. Von mir aus können wir es auch direkt in der ersten Runde zu Ende spielen, ist mir auch egal. Oh, jetzt könnte es interessant werden. Okay, 40. So. Ich spiele das Ganze mal ein bisschen anders hier. Aber wenn es so weitergeht, so scheiße. Es reicht trotzdem nicht, verdammt. Moment, 67. Okay, 5er wird reichen, dann spielen wir den. Dann, oder? Moment. Ja, 5er reicht, haben wir einen mehr. Er hat eh noch eine Karte, also. Oh, die bleibt, okay. Ja, kannte die schon mal nicht zurückspielen. Wir sind dran. Ich würde mal sagen, wir haben gewonnen. So. Gewonnen. Wieso möchte die Herzogin ihn nicht? 3 Bondu? Oder was war das jetzt? Was ist das denn für eine Karte? Können wir eigentlich auch noch mal reintun. Da, aha. Okay, sie sagte, wir dürfen im Keller mal gucken. Ist nur die Frage, wo ist denn der Keller? Die Herzogin, unsere wunderbare goldene Sonne. Bei dem Gesicht helfen noch keine Salben mehr. Hier ist der Keller. Ein Buch. Das Buch enthält hunderte von Rezepten, aber stellt das Rezept für Hase auf Beklärart. Moment. Aber statt das Rezept hart auf Beklärart befindet sich auf der letzten Seite lediglich einige chaotisch geschriebene Zeilen. Bei Majorans seligen Wunsch. Ich habe Dutzende Elfenmanuskripte durchforstet und endlich habe ich es gefunden. Ich weiß jetzt, wozu der Löffelschlüssel, den ich bei der Auktion erstanden habe, gehört. Das ist der Schlüssel zum legendären Refugium von Rames Gorton, dem Elfenpriester der Göttinnen Danamebi. Diesen kulinarischen Meisterleistungen selbst von den modernsten Köchen unterrichtet blieb.
wenn ich die Ruinen seines Tempels finde. Wenn ich die Ruinen seines Tempels finde, die sich angeblich irgendwo im Wald von Beauclair befinden sollen, finde ich alle seine legendären Rezepte. Ganz zu schweigen von den anderen unbezahlbaren Schätzen, die dieser Meisterkoch in seiner Küche aufbewahrt haben muss, wo er seine Kunst perfektionierte. Der Rest der Seite ist mit einem großen, fettigen Fleck bedeckt. Interessant. Na gut. Wir brauchen noch ein paar Karten. Dieser Hexer war schon mal hier, hat ein paar Monster erschlagen und einen Haufen. Das war wohl nichts so. Und hier sollen wir durch. Das heißt, wir werden in den nächsten Parts wohl ein bisschen Gwyn spielen, so wie es aussieht. Läuft. Hallo? Da steht einer. Guten Tag. Holla, ein Hexer. Endlich ein richtiger Kunde. Sag, was brauchst du? Geißblatt? Ignatiablüten? Wie wär's mit einer Runde Gwint? In Stimmung für eine Partie Gwint? Kann auch gleich wieder ein bisschen Geld verdienen. So. Oh, das sehr, ja, okay. Ja, ja. Berserker, der wird doch wieder zum Bär. Noch nicht? Okay. Er ist ein Bär-Berserker. Der war schlecht, ich weiß. Zerstört die stärksten Nahkampfeinheiten des Gegners, wenn die Gesamtstärke seiner Nahkampfeinheiten mindestens 10 beträgt. Ist über 10, das heißt, die wären doch weg, oder nicht? Oder verstehe ich das jetzt falsch? Ja, verstehe ich nicht falsch. Tschüss. So. Okay, er passt. Das heißt, wir spielen... haben wir noch einen 7er? Nee, aber dann spielen wir den 8er hier. Dann haben wir mehr und können die erste Runde für uns entscheiden. So. Das Problem ist jetzt nur, der hat unsere beiden... Wir dürfen anfangen. Fangen wir mit den hellen Karten an, weil... Man muss ja aufpassen hier wegen Daisen hier. Okay, spielt Moistak. Okay, was macht dieser Pilz? Alle Berserker-Karten in der gleichen Reihe werden Ach so, ach du Scheiße. Okay, das... Ja, war über... Ja, schon, klar. Also können wir uns ja einfach wiederholen gleich irgendwann. So, spielen wir erstmal den hier. So. Okay, da kommt keine Karte dazu. Spielen wir den. Ist nicht dein Ernst, du. Boah, ist das fies. Egal. Mann, wir hätten uns zwei Karten wiederholen können. Okay.
Okay, mit der warte ich noch, falls der das nochmal macht. Das muss ich mich mal kurz überlegen. Unten bringt nichts, das heißt, der geht hier rein. Ist dann zwar 10, aber die da oben sind stärker. So, das heißt, dass wenn er jetzt nicht nochmal so ein Schiff da oben rein... ja, ja. Mach du mal, mein Freund. Oh. So, jetzt sind wir dran. Schwupp. Wir haben schon gewonnen. Muss man deine Karte wiederholen? Ich lasse es mal besser. So, gewonnen. 100 Kronen, sehr schön. Und ein Langschiff. Was zum Teufel? Ach, das in der gleichen Reihe werden wir. Ach so, davon nehmen wir auch mal eine mit. Davon haben wir. Was macht denn die Kuh? Mu. Blöde Frage, oder? Was macht die Kuh? Steht hier. Mu. Die Kuh macht Mu, ja. Wenn diese Karte vom Schlachtfeld entfernt wird, wird eine mächtige neue Einheitskarte herbeigerufen, die ihren Platz einnimmt. Könnte nützlich sein. Ich glaube, die Kuh, die Mu sagt, nehmen wir auch mal mit. Das hier ist ein Kriegsschiff. Wo ist unser Langschiff? Da. Hier haben wir zwei Berserker. Perfekt. Langschiffe. Wir müssen nur ein paar Karten mitnehmen. Yeah. Davon nehmen wir eine mit. Davon haben wir schon eine. Ich weiß nur nicht, wie wir da irgendwas mit gewinnen sollen. Ganz ehrlich. Dann nehmen wir Wesimir mit. Dann nehmen wir den und den und... Ach, hier haben wir drei von. 1, 2, 3. Drei Kriegsschiffe. 1, 2, 3. Hier haben wir auch zwei von. Rein damit. So. Okay, was haben wir hier? Wir haben... 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7 hellen Karten. Wir haben die Kuh, das könnte interessant werden. Wir haben drei Schiffe, das heißt, wenn wir eine spielen, kommen die anderen da rein, wenn ich das richtig verstanden habe. Wir haben eins zum Verbrennen. Wir haben so einen Berserker, der sich, wenn wir diesen Pilz hier, wenn wir Mäusack spielen, verwandelt oder wenn wir... irgendwo braucht dieser... Da, wenn wir diesen Pilz spielen. So, die Kuh. Ja, wenn die weggeht, kommt eine andere Karte. Das ist auch gar nicht mal schlecht. Hiervon haben wir drei Stück drin. Das ist auch in Ordnung. Drei davon. So schlecht sieht das doch gar nicht aus, wie ich anfangs dachte. Jetzt hier haben wir zwei Bogenschützen drin. Haben wir noch irgendwie, haben wir noch eine Sechserkarte oder war es das? Na, war es das. Hier haben wir nicht so viele von... Was macht der Sturm? Das ist kein normaler Sturm, das ist der, ja, die Stärke aller Fernkampfwaffen. Ach so, ja. Wetter zählt ja immer für beides. Okay, Freunde, ich würde sagen, das soll es für heute gewesen sein. Alle Karten auf dem Friedhof der jeweiligen Spieler gehen in ihre Kartensätze zurück. Nein, das ist doof. Einheiten verlieren bei schlechtem Wetter nur die... Dann bleibt es doch der. So, Freunde, das war's für heute. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal hier wieder. Und ich sage erstmal bis dann und ciao.